In Sodawasserschankanlagen können trotz niedriger Temperaturen und CO2-Atmosphäre gesundheitsschädliche Keime wachsen. Die Keime können durch die Auslaufhülle, die Wasserzuleitung oder durch einen erschöpften Filter in das nicht zugängliche, geschlossene Carbonatorsystem gelangen und sich dort vermehren. Und das brauchen Sie. Einen Reinigungscontainer, einen Schlauch und Adapter zum Anschließen des Containers, einen Blindstopfen zum Überbrücken des Aktivkohlefilters, weiters ein Kübel, 4 Beutel TM Desanazid FP, ein Beutel TM Kleroxid, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, sowie einen neuen Aktivkohlefilter. Da Sodawasseranlagen weit seltener gereinigt werden als beispielsweise Bierschankanlagen, muss meistens als erster Schritt ein Zugang zum Reinigungscontainer gebaut werden. Bauen Sie dafür einen Adapter, um den Reinigungscontainer an die Wasserleitung anschließen zu können. Das Filterkopfgehäuse ist durch oftmaliges Hantieren der Gefahr einer Verkeimung besonders ausgesetzt. Hängen Sie deshalb die Reinigungslösung schon vor dem Filterkopfgehäuse an, damit es auch gut gereinigt werden kann. Die Lösung sollte allerdings nicht durch die Filterpatrone geleitet werden. Schrauben Sie diese deshalb ab und setzen Sie stattdessen einen Blindstopfen ein. Haben Sie keinen Blindstopfen dabei, hängen Sie die Reinigungslösung nach dem Filter an die Anlage an. Wenn der Druck in der Anlage unter eine gewisse Grenze, zum Beispiel 2 Bar, abfällt, erhält die Schankanlage eine Störmeldung. Das weitere Zapfen wird verhindert. Darum fördern Sie die Reinigungslösung mit konstant 2 Bar Fließdruck. Sollte das nicht möglich sein, muss der Druckwächter überbrückt werden. Wenden Sie sich aber bitte in diesem Fall vorher an den Hersteller Ihrer Anlage. Bereiten Sie nun eine desinfizierende Reinigungslösung vor. Berechnen Sie ca. 1 Liter je 10 Meter Leitungslänge plus ca. 5 Liter für das Kesselvolumen des Carbonators. Ziehen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille an. Tipp: Stellen Sie ein Warnschild auf und ziehen Sie während der Reinigung das komplette Zapfhahngehäuse ab, damit die Anlage nicht ohne Werkzeug benutzbar ist, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Befüllen Sie einen 18 Liter Reinigungscontainer mit lauwarmem Leitungswasser und geben Sie ein Sachet TM Desanazid FP je 4,5 Liter in das Wasser. Schließen Sie den Deckel und das Ruckventil des Containers und schütteln Sie den Container ein paar Mal, damit sich das Pulver gut auflöst. Schalten Sie die Wasserzufuhr des Carbonators nun ab und zapfen Sie den Carbonator komplett leer. Nun sind die Leitungen mit CO2 gefüllt und bereit für die Reinigung. Achten Sie auch darauf, dass die Umlauf- und Carbonatorpumpe nicht trocken laufen während der Reinigung, um Schäden zu vermeiden. Auch hier gilt, im Zweifelsfall vorher mit dem Hersteller reden. Nun zeigen wir Ihnen, wie die Anlage gereinigt wird. Drehen Sie die Zuleitung und die Kreislaufpumpe auf und die CO2-Zufuhr ab. Betätigen Sie alle Zapfhähne der Mixgetränke, den Sodawasser- sowie den Stillwasserhahn, damit sich die Anlage mit Reinigungslösung befüllt. Ziehen Sie das Ablassventil des Carbonators, damit sich der Kessel komplett mit Lösung füllt. Nach 5 Minuten Einwirkzeit betätigen Sie wieder die Zapfhähne, um die Lösung im System vorzuschieben. Vergewissern Sie sich, dass der Carbonator komplett mit Lösung gefüllt ist, indem Sie an dem Ablassventil ziehen, bis kein CO2 mehr ausströmt. Danach lassen Sie die Lösung weitere 15 Minuten einwirken. Schalten Sie während der Einwirkzeit auch immer wieder die Umlauf- und Carbonatorpumpe ein. Abschließend spülen Sie die Anlage in 3 Spülschritten mit Leitungswasser. Schritt 1. Schließen Sie die Anlage wieder an die Hauswasserleitung an, lassen Sie die Wasserzufuhr allerdings noch abgedreht. Betätigen Sie alle Zapfhähne der Mixgetränke, den Sodawasser sowie den Stillwasserhahn. Damit wird die Reinigungslösung mit CO2 aus der Anlage gedrückt. Schritt 2. Drehen Sie die Wasserzufuhr auf und betätigen erneut alle Zapfhähne, damit sich die leere Anlage mit Spülwasser füllt. Als einmaligen Zwischenschritt drehen Sie das CO2 ab und ziehen Sie das Carbonatorkesselventil, damit sich der Kessel komplett mit Spülwasser befüllt. Schritt 3. Drehen Sie die Wasserzufuhr nun wieder ab
und das CO2 auf und betätigen sie wieder alle Zapfhähne. Dadurch entleert sich der Carbonatorkessel und befüllt sich mit CO2. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, allerdings diesmal ohne Entlüftung des Carbonatorkessels, in Summe 3-mal. Durch dieses Prinzip mit Wasser füllen, mit CO2 leeren, stellen Sie sicher, dass die Reinigungslösung komplett und rasch aus dem Carbonatorkessel gespült wird. Nach erfolgter Reinigung wechseln Sie noch den Aktivkohlefilter. Und schwemmen Sie den neuen Aktivkohlefilter vor Inbetriebnahme noch gründlich, sonst gelangen Aktivkohlepartikel in die Anlage. Mit Hilfe eines Peroxid-Teststreifens können Sie kontrollieren, ob die Anlage ausreichend gespült ist. Der Wert des letzten Spülwassers muss unter 3 Milligramm pro Liter liegen. Die Anlage ist nun perfekt gereinigt und desinfiziert. Testen Sie abschließend noch den Geschmack aller Getränke und tragen die Reinigung in das Serviceheft ein.